So, meine lieben Mighty Knights, herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warships und heute mit Friedrich dem Großen. Ja, ein neues Schlachtschiff. Herrlich. Und wir sind noch wieder in Kronstadt. Wenn ihr einen Wunsch habt, was den Hafen betrifft, dann einfach rein in die Kommentare und dann wird der euch gewährt, der Wunsch. Ja, und ich begrüße natürlich wieder ganz herzlich den lieben Rein und Weg. Ja, moin. Und jetzt Gibbel. Ja, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag, sagt er. Ha, schön. Und ja, das Gibbel. Nee, Rein und Weg. Sorry. Rein und Weg macht uns die Geschichte wieder zum Friedrich den Großen. Die Geschichte Friedrich der Große. Also die Schlachtschiffe der sogenannten H-Klasse, die sollten oder wurden entwickelt zum weltweiten Einsatz, um feindliche Versorgungslinien zu stören. Es wurden 1939 noch zwei auf Kiel gelegt, sind aber beim Anfang des Krieges nicht weitergebaut worden, weil einfach die Ressourcen für andere Sachen viel wichtiger zu verbrauchen waren. Von daher ist es auch wieder ein rein fiktives Schiff, mit dem es zwar Planungen gab, aber das nie wirklich gebaut und auch nicht zum Einsatz gekommen ist. Ja, wie so viele Schiffe, die wir hier schon so behandelt haben. Ja, naja, fiktives Schiff. Schauen wir mal, wie wir damit umgehen können. Ja, ich und Skibble geben wieder die Ausrüstung und machen die zusammen. Jawohl. Soll ich wieder starten? Ja, du startest wieder, natürlich, wie immer. Also dann, ich habe Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Im ersten Slot, im zweiten die Schadensbegrenzung, im dritten die. Na, Mike, was habe ich da wohl drin? Sekundärbatterie-Modifikation 1. Genau. Und dann habe ich wieder den Unterschied. Ich habe dann nochmal ein Schadensbegrenzungssystem. Dann habe ich die Tarnung. Und im letzten Slot, in dem der bei 9er Schiffen dazugekommen ist, habe ich wieder die Sekundärbatterie. Hilfsbewaffnung. Also 2. Die Hilfsbewaffnung. Ja. Ich hab's ein bisschen anders, wisst ihr ja, ich habe hier Steuergetriebe Modifikation 1 drin, Ruderzeitstellzeit 20%, ansonsten ist es dasselbe. Wir haben HE-Munition und AP-Munition, diesmal keine Torpedos, dafür haben wir durchgeskillte Skeptens. Da können wir mal kurz reingucken. Zu Franz fertig, wir haben hier das schönste geskillt, dafür haben wir das hier noch nicht geskillt. Da haben wir Notreparaturexperte und dadurch haben wir 5 Reparaturkits zur Verfügung. 3x akustische Suche. Wir haben einmal eine Fähigkeit, eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Knoten. Wir haben 20,3 Kilometer Reichweite. Und wir haben Trefferpunkte Rumpfschutz 84.300. Und unsere Hauptbatterie hat eine Ladezeit von 29 Sekunden und eine 420 mm Kanone drauf. Ja, warum das Tarnsystem? Ganz einfach, weil wir in die Sekundärbewaffnung rein wollen. Wir haben jetzt 14 Kilometer, also brauchen wir mit diesem Schiff bei der Sekundärbatterie 11,4, wenn wir die Flagge noch drauf machen, noch 2 Kilometer, bis unsere Sekundärbatterie anfängt zu schießen. Warum jetzt haben wir 11,4? Wundert dich, weil wir müssen natürlich wieder die Flagge drauf machen beim Äußeren. Die Flagge Maiko Yankee Sock 6. Wenn wir die drauf haben, haben wir 12 Kilometer. Und das ist eigentlich schon richtig schön bei diesem Schiff. Ne? Wir hatten ja bei der Ruprecht 11,5? Und bei der Schlieven ist es dann ein bisschen mehr. Aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Deswegen muss ich mir die Flaggen ein bisschen aufheben. Ich mache das ja nur für die Aufnahme, hau das mit rein. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine wunderschöne Tarnung. Schauen wir doch mal, was wir finden. Ja, das mit den Blümchen gefällt mir jetzt nicht so. Die anderen wollte ich mir aufheben. Nehmen wir nochmal die Panasiatischen hier. Den Mondkrieger nochmal rein. Ja. Und dann würde ich. Bitte? Hübsch rot. Jo, oder so. Okay. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go. So, los geht's, ihr Lieben. Ab in Runde 1. Ja. Ich hoffe, dass bei der ersten Runde bleibt. Und die beiden sind gerade nicht so begeistert, weil sie gerade in die Tabelle geguckt haben, was wir so gegen uns haben. Erklärst du doch mal, warum ihr gerade so begeistert seid. Ja, wir haben 3 DD-Spawns. Die Ragnar, Groning, Friesland. Die sind keine Torpedoschiffe, sondern nur Gun-DDs. Ist immer ein bisschen schwierig, weil die ja... Erklär mal, warum Gun-DDs. Die haben nur Geschütze, die haben keine Torpedos. Super. Wollen wir nach links fahren alle? Und auf der anderen Seite haben wir die Shimakaze mit 15 Torps, die Neustrashimi, die auch mit den Dingern um sich schmeißt wie so eine große, und die Chomu, die ist auch nicht gerade zurückhaltend mit ihren Torpedos. Naja, wir gucken mal, ne, was dabei rauskommt. Wird torpedolastig das Ganze hier? Das wird, wie heißt das schön, ein bisschen Torpedo-Beat. Ich fahr mal lieber dem... Skibbel hinterher, Schlachtschiff zu Schlachtschiff gehört zusammen, weil die auf der linken Seite schon zu viel haben. Wir haben auf der rechten Seite nur 3 Schiffe, Giering, Soyong und die Pommern. Ich werde mich dem Skibbel anschauen. 3 von den DDs gehen auf diese Seite, die Groning, Friesland und Ragnar, alle 3 Gun-DDs
sind hier auf unserer Seite. Na, das ist ja heldenhaft. Deswegen gehe ich auch rüber, weil ich lasse nicht die andere Seite alleine, weil das haben wir selbst im Gefechten immer wieder bemängelt, dass wir alleine gelassen werden. Und das geht einfach nicht. Es wäre schön gewesen, wenn die Groning in die Mitte gegangen wäre. Die Insel hat sich dahingestellt, die kann sich einnebeln. Naja, wir schauen mal, was daraus wird. Deswegen auch vielleicht für alle, die zuschauen und selber spielen, schaut immer, dass es ein bisschen ausgeglichen ist, was die Seiten angeht. Das macht mehr Sinn. So, was haben wir denn? 10er Schiffe gegen uns? Ja, ich werde erstmal auf HE schalten. Und werde dann noch 15 Kilometer wieder auf AP umstellen. Also so die ideale Reichweite für den Friedrich den Großen. Habe ich zumindest in der Spielweise so rausgekriegt. Ist natürlich unterschiedlich, andere sehen das anders. Man kann natürlich das Zielverfassungssystem damit reinnehmen. Da hast du noch ein bisschen mehr Genauigkeit, aber wir gehen auf Sekundärbatterie. Deswegen müssen wir ein bisschen warten, bis wir mit AP schießen können. So, die Azuma kommt. Ist gleich eine Feuerreichweite. Die ist sehr schnell, also halt nur 12,5. Ja, 12,5. Hört sich gut an. Raus ist ja die Salve. Mal sehen. Könnte Feuer einschlagen. Na, fährst mittig. Aber alles ins Wasser, hat schön abgedreht. Jetzt kriege ich eine Salve gleich, oder? Oder geht die auf viele? Das sind die Shima-Torps. Sejong hat schon gefressen. Ich krieg eine Salve von Friedrich. Aua. Ne, die krieg ich. Dann habe ich von irgendjemand anders eine gekriegt. Autsch. Mit dem Berg, das ist schlecht. So, die gegnerische Ragnar hat man geschluckt. Hier auf unserer Seite. Ja gut, gegen drei Gandides macht er nicht viel. Also die Ragnar auf unserer Seite ist raus. So, ich stelle auf AP. Ich merke mit HE irgendwie, passiert bis jetzt gar nicht. Nur einen Treffer. Was sieht euch Tashimi? Kritischer Kurs brennt dreimal. Fährst du rückwärts? Oh, die Schliefen ist raus. Die Kishima hat die Schliefen rausgeschossen hier. Sehr schön. Jetzt kommen wir jetzt von nicht den Schlag. Ja. Oh, die Schliefen fuhr aber auch Breitseite. Das ist richtig schön vom Feinsten. Oh, Friedel the Great fährt hier. Der Gegner fährt in den Mittelkreis. Das ist nicht schön. Was wollte ich eigentlich nicht haben? Die Azuma steht hinter dem Berg. So, ich werde jetzt auf alle Fälle mal einen Vorwärtsgang reinmachen. Das hört sich ja schon mal vernünftig an. Weil wir sind hier ganz schön weit weg von der Arbeit. Ja, ich muss hier auch erstmal wieder wegdrehen, weil da kommt wirklich der Große um die Ecke. Tut mir dann doch viel zu doll weh, als dass ich mich da mit ihm anlegen möchte. Die 1000 auf der Azuma. Wieder nicht getroffen, ja, wieder weggedreht. Da kommen die Torps von der Shima. Die muss hier auch noch irgendwo sein. Ich versuche mal zum Cap zu fahren. Kommst du mit? Ja, denke aber dran, die Shima steht da vorne. Pommern ist raus. Unser Pommern ist raus. Machen wir Hydra kurz an, falls du bei das kommen. Na, treffen die bei dir, Gredel? Ist ja wohl nicht wahr, ey. Rein und weg nennen sie mich mal Friedel the Great, das Schiff. Friedel the Great. Ja, Friedel the Great. Vorne, wo der Nebel ist, ist glaube ich die Shima, Kase. Da war eine Iowa. Die Ova? Ich glaube, die haben ja auch noch hier, stimmt, da war noch was. Der fährt schon Breitseite. Sind die Groningen, die Friedrich den Großen. Und ich habe geschossen, ohne aufzugehen. Das ist immer gut. Nichts getroffen. Der muss echt schlucken von der Groningen hier, der Friedrich der Große. Schlachtschiff entdeckt. Bin gespottet jetzt.
das ist schlecht. Jo. Definitiv ist das schlecht. Zumal ich weiß, dass es ein TD ist, der mich spottet. So, Azuma ist in Sekundärreichweite. Sehr schön. Solange er offen bleibt, ist alles gut. 11 Kilometer. Jetzt ist er zu. Schade. Jetzt ist er wieder offen. Da ist sie. Wirklich, der Große ist raus von unserer Krone. Neustra, Neustra Chimi. Kugeln sind unterwegs. Hab hier nur 2700 gezollt. Ich hab hier 5400. Ja, das muss die Gering noch rest machen. Groning. Ey, wieso fährt die nicht rückwärts? Der sitzt sie doch, komm. Torpedo Steuerbord. Hoffentlich halten die Schwimmflügel heute. Mike, ich muss ein bisschen vorwärts, weil da kommen Torps. Ja, ich bleib stehen. Die neueste Chemie ist draußen. Iowa, komm, friss! 2700. Breitseite, wohlgemerkt. Oh, Johann, der wird bomben. Ich habe 11.600 auf der Iowa gemacht. Lass uns zurückziehen, dass wir hier. Sonst tramme ich dich gleich. Ja, ja, warte, warte, ich muss da einlenken. Ich schieb dich, keine Sorge. Ja, ja, schieb mich mal ein bisschen rum. Geht schneller. Kuschelkurs hier. So macht man das im Team. So spielt man zusammen. Jawohl. Man schiebt sich gegenseitig in die richtige Richtung. Ich brauch gar kein Modul zum Lenken. Ich hab Mike. Anschiebemotor. Alles überbewertet. Die Musashi steht Breitseite zu uns. Fährt sehr langsam. Ich halte immer 3 vor. 5. Ja, 5. Oder? Ich schalte 3 vor. Ich habe 2 vorgehalten. Kannst du mal hart Backbord gehen, dass ich mal rumkomme? Vielleicht die Azuma wieder zurückkommt. Schade. Ja, 7000 nehme ich mit. Mein Problem ist, Autsch, dass hier irgendwo noch die Shimakase rumpimmelt. Da ist sie. Das sollte die Kroning lösen können. Ein bisschen schon. Die Kroning, die Gearing und die Ragnar werden doch wohl die Shimakase rauskriegen dort. Hoffen wir es. Ich würde sagen, wir fahren jetzt durch, oder? Zu C. Musashi brennt hoch noch. Zu Jörn de Witt. Ja. Azuma ist wieder in meiner Sekundärbewaffnung. In meiner auch. Und sie kann uns nicht mal sehen, weil wir im Nebel sind von dem D. Geil. Ne, ich bin entdeckt. Ja, komm, schöne Zitadelle jetzt. Ne, Zitadelle, bitte, 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 bitte. Jawoll! Hey, John McClane, nicht so negativ. Auch ein blindes Huhn findet man einen Korn. Hallo? Geht's noch? Denk an die Dings-Torps. Ja. Und Achtung, da kommen auch gleich Shima-Torps. Die Shima fährt nämlich jetzt hier durch. Und Sashi ist raus. Sehr schön. Wir liegen in Führung. Mach jetzt mach nichts Hydro an. Dummes. Schauen wir mal. Entdeckt. Gestartet. Soll die Shishima nee. Shimakase nicht hier durchfahren? Meine Hydroakustik-Suche hat es noch nicht getroffen. Wir sehen. Komm mal raus. Nee. Aber die ist irgendwo hier rübergekommen. Ich bin auch gerade nicht spotted. Ich auch nicht. Da ist sie! Da. Sie weiß nicht, dass wir da sind, oder? Doch, doch, die weiß es. Sie weiß es bestimmt. Sie ist jetzt da hinter den Berg gefahren. Und die Torps hier rüber geschickt. Bestimmt. Ah, ne. Sehr schön. Die Kroninger da rüber. Sehr schön rausgenommen. Sehr schön. Oh, jetzt frontal auf die Preußen, sonst tut's zu sehr weh. Wunder gibt es wirklich. Ja, ja, ich muss das noch rumkommen. Die Iowa schießt auf dich. Preußen die Preußen auch. Schießt auch auf dich. Wie war das noch? Wer schießt nicht auf uns?
Ja, weil es so schön breitseitig zu hier stehen, standen deswegen. Ja, aber ich musste breitseitig gehen, um der Shima. Ja, verständlich. Einen mitzugeben. Also, der habe ich schön einen eingeschenkt. Achtung, da ist noch die Chungu, da können auch noch Tops kommen. Und die Hindenburg ist auch noch da. Die Chungu ist hier links. Okay. Das ist schon mal gut. Oh, es hört sich immer sehr gut an, wenn es abprallt. Das ist so ein schönes, so schönes Geräusch. Bing, 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 bing. Ein Torpedo nehme ich an dieser scheiß Chungu. Jetzt kommen die Preußen gleich. Jawohl, endlich mal 9000 auf der Iowa. So, ich versuche jetzt frontal auf die Iowa zu kommen, um meine Sekundärbatterie zu kommen. Endlich. Um ein bisschen die Action feuern zu lassen. Also ein bisschen Spaß zu haben mit ihr. Ich werde die Geschütze gleich auf rechts drehen, sodass wir der Preußen dann auch noch gleich einschenken können. Die Iowa fährt weg. Ja, aber ich bin schneller als sie. So schnell ist die nicht. Die Iowa ist nicht so langsam. Die Iowa ist sehr schnell. Echt? Ja. Übrigens, hier haben wir übrigens wieder das unendliche Reparatursystem, Schadensbegrenzungssystem, das ist gut. Hier haben wir nicht keine also Slots mehr, sondern können die kontinuierlich einsetzen, wenn wir brennen. Die hauen ja alle ab vor uns. Haben die etwa Angst? Ja, nein. Die haben hier mehr Chancen auf den Berg. Pass auf, rein und weg. Chongu kommt gleich um die Ecke. Und die Hindenburg. Da ist die Chongu, die kommt also noch nicht. Hat sich gedacht, ich fahre da lieber nicht hin. So, sekundäre Bewaffnung geht auf die Iowa. 11,7, wir haben 12. Jetzt hat sie richtig Spaß. Oh, angezündet habe ich sie. Preußen hat Torps, gell? Nein. Nein, ihr habt keine Torps. Ah ja, stimmt. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Da kommt schon Mut dort. Ja. Die Plesch-Torpedos sind heute wieder auf Kuschelkurs. Die werde ich wohl ein paar nehmen von denen, wenn ich Pech habe. Torpedos auf Och, so glücklicherweise war es vorbei. Gewunder. Ja, 90.000 Schaden ist okay. Es könnte ein bisschen mehr sein, aber es ist in Ordnung für eine normale Runde, oder? 90.000? Ja. Wir haben einen Punkt eingenommen. Ich skippe jetzt im Mittelfeld. Der Rein und Weg ist ein bisschen unterweil, aber er hat wahrscheinlich nicht so viel zu schießen bekommen, denke ich. Ich war ein bisschen weit weg und habe ein bisschen mehr verteidigt. Aber alles gut. Und wenn du bei der Shikishima in der Nähe stehst, dann musst du damit rechnen, dass die Schiffe weggeschossen werden, weil die Shikishima einfach mal hart ist. Ja, auf jeden Fall macht es wahnsinnig Spaß, mit dem Schiff zu spielen, wenn ihr 12 Kilometer Sekundärbewaffnung schießen könnt. Ihr habt es gesehen, also tat schon ordentlich weh für die paar Schiffe, die uns an die Quere gekommen sind. Gibt es noch was zu sagen zu kleinen Friedrich der Großen? Große macht seinen Namen alle Ehre. Ja, ja, super zu spielen. Sein Lieblingsschiff, ne? Spiel sie immer wieder gerne. Es macht einfach Spaß. Und wie gesagt, ich habe sie anders geskillt. Ich habe nicht auf Nahbereichsbewaffnung, sondern auf Zielgenauigkeit und Entfernung geskillt. Ist auch immer sehr überraschend für den Gegner. Ja, wie gesagt, das ist eure Entscheidung, wie ihr Schiff spielen möchtet. Sekundär, also auf Nahkampf oder auf Long Range, wie der Skillbild das Spiel, rein und weg das spielt, könnt ihr gerne machen, wie ihr möchtet. Wie gesagt, es ist euch überlassen, es ist ja ein freies Spiel, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja, sonst noch irgendwas, lieber Skillbild? Nö, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann sehen wir die Runen, einen Kreuzer der Stufe 9. Sehr interessant, also bis zur nächsten Folge. Ihr seid die Besten, ich bin der Mike, bis zur nächsten Folge, haut rein. Und tschüss. Ciao.